Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot, Hottentot, Hottentot. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Punkt 5. Fazit. Einige Formulierungen der katholischen Kirche sind nachvollziehbar und könnten womöglich zu einem besseren Leben dienen. Andere sind erschreckend und beinhalten Zeichen einer Sekte. Das mag jedoch auf alle Religionen zutreffen. Was heute noch Recht ist, kann morgen schon das größte Unrecht sein und umgekehrt. Ich begann die Arbeit etwas flapsig, zunächst primär aus Unterhaltungszwecken. Je mehr ich mich in die Thematik einarbeitete, desto bewusster wurde mir jedoch die eigentliche Schwere der Thematik. Dieses Thema scheint trotz allgemeinem Totschweigen in allen Köpfen fest verankert. Ich empfehle, offen darüber zu sprechen und sich vorurteilsfrei mit der Thematik zu beschäftigen. Das könnte die Seele beruhigen und vor Schlimmerem schützen. Zwei Parallelen lassen sich durch alle Kulturkreise und über alle Zeiten hinweg ziehen. Jungfräuliche Frauen sind sehr begehrenswert. Und auf Frauen wird sehr viel Gewalt ausgeübt. Sicher gibt es auch immer Ausnahmen, welche sprichwörtlich die Regel bestätigen. Sicher gibt es auch zurückhaltende Männer, welche alles für euch tun. Auch wenn nicht alle davon dies gerne zugeben. Um so einen Mann für sich zu gewinnen, muss sie wohl selbst sehr aktiv sein und sich ebenfalls sehr gut auf ihn einstellen. Findet heraus, was ihn interessiert und womit er sich beschäftigt. Ein gutes Mittel dafür sind persönliche Gespräche. Wenn man ihn einmal für sich gewonnen hat, ist er aber vielleicht das Beste, was einer Frau passieren kann. So ein Mann hilft euch auch gegen diejenigen, die es nicht so gut mit euch meinen. Lasst euch von dem Rest nicht allzu viel gefallen. Es ist auch keine Schande, wenn eine Frau außergewöhnlich lange Jungfrau bleibt. Die Jungfräulichkeit einer Frau ist etwas Wunderschönes, das sie nur dem opfern sollte, der für sie das Wichtigste in ihrem Leben ist und hoffentlich lange Zeit bleibt. Trotz möglichem Schmerz und Kummer sollten dabei ausschließlich schöne Erinnerungen zurückbleiben. Sucht euch also den Mann, der für euch wirklich wichtig ist und den ihr so gerne haben wollt. Und sorgt dafür, dass euch der Mann eures Herzens, dieser Scheißkerl, euch, verflucht nochmal,
einen der schönsten Momente eures Lebens bereitet. Ich erhielt während des Schreibens dieser Arbeit erheblichen Druck von außen, ohne mich selbst irgendeiner Schuld tatsächlich bewusst zu sein. Ich nehme an, vieles wird ungeprüft hochgepusht und weitreichende Reaktionen erfolgen dann nur noch auf Hörensagen. Viele Menschen, die durch ein besonders verantwortungsvolles Handeln hervorstechen sollten, verhielten sich leider unbegründet völlig falsch. Ich vermute, es liegt im Interesse der betreffenden Personen, diese Auseinandersetzungen aber nur kurz am Rande zu erwähnen und nicht näher darauf einzugehen. Ich erwähne nochmal, dass ich mehrere Stunden wöchentlich sende, im Vormittags-, Mittags-, Nachmittags- und Abendprogramm. Da ich anders arbeite als viele andere Künstler, betone ich ausdrücklich, dass man ohnehin keine Vergleiche anstellen kann. Würde man dies aber trotzdem wagen, wäre mein kreativer Output vermutlich gigantisch. Wo Leute wirklich arbeiten und nicht nur zuschauen, kann auch mal ein Fehler unterlaufen. Das führt wohl dazu, dass zwangsläufig jedes Jahr irgendein Satz oder ein einfaches Wort aus meinem Mund flutschen wird, für das man mich aus dem Zusammenhang gerissen genauso gut auch in den Knast stecken könnte. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Allerdings wünsche ich mir eine Gesellschaft, der das ebenso bewusst ist und zu meinen Gunsten notfalls den kompletten Sachverhalt prüft, keine vorschnellen Entscheidungen trifft, auf Vorurteile oder Hörensagen baut oder mir sogar mutwillig irgendetwas negativ unterstellt, was so vermutlich überhaupt nicht die Absicht war. Vorrangig von hochgelobten Pädagogen erwarte ich normalerweise mehr Feingefühl, als mir persönlich entgegengebracht wurde. Allerdings wurden gesellschaftliche Vorurteile weitreichend von denjenigen bestätigt, welche die Gesellschaft eigentlich schützen, ausbilden, führen und zu guten Menschen formen sollten. Wer schlecht über die Gesellschaft denkt, muss also nicht unbedingt falsch damit liegen. Es wäre mir eine meiner leichtesten Übungen, mich so zu formulieren, als würde ich für entsprechende Personen Partei ergreifen, vielleicht sogar Lieder darüber zu produzieren und sie dabei aber eigentlich total zu vernichten. Davon sehe ich an dieser Stelle aber ab. Es war eine außergewöhnliche Situation und ich bin ja auch ein außergewöhnlicher Mensch. Daher übe ich mich an dieser Stelle weitestgehend im Schweigen und hoffe, dass sich so etwas nicht nochmal ereignen wird und alle Personen sozusagen mit den geringstmöglichen Reibungen eine zweite Chance erhalten. Jeder soll sich beweisen können, ohne dass unnötiger Zwist entsteht. Über Bullen braucht man sich wohl gar keine Gedanken zu machen. Gute Bullen ficken Kühe und schlechte Bullen sind geschlechtslose Ochsen, die irgendwann geschlachtet werden. Das ist ja jetzt auch in Kunst und Wissenschaft bekannt. Wenn euch jemand etwas anderes erzählen will, sagt einfach, ihr wollt unter Nutzung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse eure Viehherde oder eure Mannschaft antreiben. Ich bitte darum, meine Arbeit nicht wie meine überdeutliche Satire zur AfD unbegründet ins rechtsradikale Licht zu stellen oder für das politisch Böse zu missbrauchen. Ebenso ist mir auch nach reiflicher Überlegung unklar, inwieweit dieses wissenschaftliche, kreative Werk
einem stark pornografisch orientierten Werk gleicht. Zumal es zum Beispiel keine sexuellen Beziehungen von Julius Caesar klar erläuterte. Vielleicht mag mir das zu gegebener Zeit mal noch mancher eingeschränkter psychisch kranker Holzkopf genauer erklären. Sogar die Absätze über die Islamisten sollten im Grunde eher zum Nachdenken anregen. Die jungen Männer, die so zahlreich hier ankommen, diese Flüchtlinge, verlassen ihr Land, um vor den Bedingungen, die dort geschaffen sind, zu fliehen. Demzufolge wäre es völlig unlogisch, davon auszugehen, dass sie genau diese Bedingungen begrüßen. Wenn man sich in den Verhältnissen, die man vor Ort vorfindet, pudelwohl fühlt, schränkt das die Moral, die Lust und den Drang, 10.000 Kilometer zu wandern, doch extrem ein. Ich selbst erlebte während den letzten Monaten mit diesen Flüchtlingen einige der coolsten Momente meines Lebens. Mir persönlich fiel der Abschied immer wieder schwer. Was mich viel eher stört, sind geistig begrenzte Politiker, Polizisten, Staatsanwälte, Staatsdiener, Lehrer, Pädagogen, Professoren und Dekane, sowie strohdoofe, psychisch kranke Männer, denen ich den Schwanz lutschen soll. Das mag hoffentlich nur auf wenige Einzelpersonen zutreffen, aber denke ich an entsprechende Personen und die Verhältnisse, die dadurch mitunter in unseren Regionen herrschen, kann ich in geringfügigen Ansätzen aber auch einige Leute verstehen, die meinen, hier besser einen Dschihad zu führen. So, was habe ich persönlich jetzt eigentlich durch diese wissenschaftliche Arbeit erreicht? Ohne entsprechende Reaktionen vorwegnehmen zu wollen, würde ich bereits im Vorfeld behaupten, die Kirche wird mich verketzern, wenn nicht sogar Schlimmeres. Professoren werden mich hassen, Allah wird mich töten, Gurus werden ihren Fluch auf mich legen und ich entwickelte mich zum Staatsfeind Nummer 1. Aber hey, cool war es doch trotzdem irgendwie. Die Studienzeit sollte allgemeinhin die Zeit sein, in der man sich ohne größere Beschränkungen frei entwickeln kann. Und wenn ich mich entschließe, durch wissenschaftliches Entertainment zum größten Arschloch von ganz Deutschland zu mutieren, na dann ist das eben so. Dem steht pädagogisch, demokratisch und sozialwissenschaftlich erstmal nichts entgegen. Das ist immer noch ein freies Land, in dem jeder seine eigenen Entscheidungen treffen können darf. Dies sollte es zumindest sein. Wenn mich jetzt trotzdem noch jemand dissen will, soll er gefälligst seine eigene wissenschaftliche Arbeit schreiben. Aber Vorsicht, ich schreibe zurück. Und mein Beat wird stärker sein. Stellt euch auf den Beef eures Lebens ein, Chapos. Alle Bibliotheken werden aus den Nähten platzen. Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigte sich damit, Unterschiede aufzuzeigen, Lösungen zu finden und die Rechte von Opfern zu stärken und zu schützen. Ein Schlusswort fasse ich umso mehr pauschalisiert ab. Woran ein Mensch glaubt, ist überhaupt nicht relevant. Was zählt, ist das Verhalten gegenüber anderen. Man kann tun, worauf man Lust hat, solange man keinen anderen in seiner Freiheit einschränkt oder gegen seinen Willen zu etwas zwingt. Jeder Mensch sollte gehört werden und keinem sollte Unrecht widerfahren. Wenn das Gegenüber nicht mitziehen will, sollte man einfach seinen Schwanz einpacken, den Reißverschluss hochziehen, den Knopf zu knöpfen und mit etwas Glück ist die Sache damit erledigt. Niemand sollte sich unberechtigt, unverständlicherweise und in zu hohem Maße den Zwängen anderer Menschen unterwerfen müssen.
Dabei ist es egal, ob man Protestant, Christ, Moslem, Jude, Hindi oder Heide ist. An den Weihnachtsmann, den Osterhasen oder den verrückten Moderatoren aus Radio und Fernsehen glaubt. An lila Elefanten, an gefräßige Mäuse, an Feen, Elfen, Kobolde, Einhörner, Pinguine, Eisbären, Klima oder Datenschutz oder mysteriöse Wesen aus einer geheimnisvollen Zwischenwelt. Wenn jemand das Bedürfnis haben sollte, sich mit mir über diese Arbeit zu unterhalten, erwarte ich, dass man diese Arbeit auch in seinem vollen Umfang kennt. So viel Zeit und Verstand sollte jeder besitzen. Sätze wie, hey, ich habe hier mal was gehört und da noch was und dort noch was. Und das mische ich mir jetzt einfach mal zu einem eigenen Wahrheitspfannenbrei zusammen, um gegen dich vorzugehen, sind bei mir nicht sehr willkommen. In diesem Fall ist es besser, einfach mal den Schnabel zu halten. Als abschließendes Unterhaltungselement dieser alternativen, lehrreichen, journalistischen, musikalischen, komödiantischen, wissenschaftlichen, aber zum großen Leid einiger Professoren und Pädagogen offenbar nicht sauber genug anmutenden Unterhaltungssendung, die ich trotzdem grüße. Zum Glück ist das Ganze ja jetzt vorbei. Erstellte ich ein Lied, worauf im Anhang Musikproduktionen als Punkt 20. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal, verwiesen wird. Dieses wurde mit zwei unterschiedlichen bearbeiteten Originalen instrumentalisiert. Darauf wird verwiesen mit 20.1. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Two Guitars, Admiral Bob. Und 20.2. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. I have often told you, Ivan Shaw. Anhang Musikproduktionen. Punkt 20. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 20. Punkt 1. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Two Guitars. Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Two Guitars. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, darein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Ich kämpfe für die Wissenschaft gegen alle Professoren, denn ohne Wissen, Wissen, Wissenschaft wäre nicht nur sie verloren. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, darein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft.
Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Darum sind wir hier in großer Zahl. Comedy, Musik und Wissenschaft. Unterhaltsam und alternativ unter einem Hut. Wer sonst hat denn dazu den Mut? Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein hohes Gut. Bitte habt dazu den Mut. Tut das, was euch interessiert, womit ihr vielleicht die ganze Welt inspiriert. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Wissen, Forschung und Entwicklung für den nächsten genialen Sprung in der Menschheits- und Weltgeschichte. So ist es Anreiz und auch Pflicht. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot, Hottentot, Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft
bis zum Erbrechen vorsitzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Schadshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentott. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause, bei Hottentott immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Bis zur Sonne und noch weiter. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Shorts for David von Pix bearbeitete. Darauf folgt Adi Hals Maul, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Untermalung bearbeitete ich Milk and Honey von Habibi Chetam sowie Dim Tek Tek von Hadi See. Anschließend spiele ich Mein Monster. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung DJ Cottbus George Elinas Remix von George Elinas bearbeitete. Viel Spaß! Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, bin ich für dich da. Du kannst immer auf mich zählen, heute, morgen, dort und da. Ich denke nur an dich. Immerzu und überall, für dich steh ich gerne auf, wenn ich mal fall. Ich möchte nur noch dich, am liebsten immer in deiner Nähe haben. Du kostest Kraft, doch ohne dich hätte ich noch mehr Narben. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich.
bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Das Beste dieser Welt bist du für mich. Du weißt, ich kämpfe für dich. Immerzu und überall, hier und da. Ohne dich komm ich nicht mehr klar. Deshalb sage ich dir, ich kämpfe für dich. Jederzeit, überall, du bist alles für mich. Bis zur Sonne und noch weiter gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Ich fühle mich stark, denn du bist da. Ohne dich käme ich nicht klar. Nur durch dich lebe ich und für dich sterbe ich. Mit dir an meiner Seite geht die Welt nie unter. Du bist wunderbar, machst meine Welt viel bunter. Bis zur Sonne und noch weiter gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Ab die Halsmaul. Ich mache jetzt den Türhockner, der geht mir lange auf den Sack. So wie ich doch gerne werden, besser, aber die doch sterben. Ich bin besser als Adolf Hitler. Ab die Halsmaul. Ab die Halsmaul. Ab die Halsmaul. Ab die Halsmaul. Lasst dem Adi sterben, lasst dem Adi sterben, lasst dem Adi sterben, lasst dem Adi sterben. Ab die Halsmaul. Ab die Halsmaul.
Lass den Abi sterben. Abi Halsmaul. Abi Halsmaul. Abi Halsmaul. Abi Halsmaul. Abi Halsmaul. Abi Halsmaul. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Ich laufe dich bis ans Ende dieser Welt. Du und ich vereint, das ist alles, was für mich zählt. Und wenn du mal nicht bei mir bist, mein Monster, dann vermisse ich dich. Du machst meine Welt um so viel bunter. Wäre ich nicht ganz bei dir, dann wäre es ein Wunder. Du bist das Wichtigste, das, was ich so sehr brauch. Ich kämpfe dich und du für mich auch. Du bist mein Monster, kuschelweich und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Alle Arenen besuchen wir gemeinsam. Bist du nicht da, bin ich so einsam. Wir können jeden Sieg erringen, aber nur gemeinsam gewinnen. Ich will mit dir auf dem Treppchen stehen, dich umarmen und dann sehen, wohin unsere nächste Reise geht. Mit dir ist jeder Schmerz verweht. Du bist mein Monster, kuschelweich und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, und du mich wieder ein. Du bist mein Monster, kuschelweich und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein,
daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. And this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Instrumentalisierte verlängerte Wutrede zum Erotik-Special. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, welches ich durch zahlreiche Zitate anreicherte. Zur musikalischen Umwandlung dieser Version bearbeitete ich Start to Grow, CDK Mix von CDK. Darauf folgt meine Wutrede zum Special Kückenschreddern. Zur musikalischen Untermalung dieser Version bearbeitete ich Darkwoods 2
von Ivan Shaw. Anschließend spiele ich Tottigramm für Stefan Raab. Ein instrumentalisiertes Projekt, welches ich selbst einsprach und zur musikalischen Hinterlegung Stand By Me von Ukulele Moon bearbeitete. Danach lasse ich hören Mein Partner, der heißt Ash. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Organometron von Spinning Merkaba bearbeitete. Und last but not least, Was denn ein Huhn? Ah, ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte und für den Hintergrund die Part CDK Mix von CDK bearbeitete. Viel Spaß! Schneller, widerlicher Sex. Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Der Mensch denkt an Sex. Der hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da reicht die Freundesliste aus, da sind wir uns alle einig. Da war dann erstmal Licht aus. Immer und überall. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl, alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Die Yeti. Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. The Last Location. NSA und Prism. Pizzaparadies, Tom-Mam-Apparat. Sex. Schneller, widerlicher Sex. Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Das betrifft jeden, absolut jeden. Die Yeti. Elbert, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Hex, Europa. Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Wasser, erlaube, Trunk. Frauen tun es heimlich, Männer offensiv. Frauen tun es heimlich, Männer sind offensiv. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Elbert, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Wasser, erlaube, Trunk. Die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Sexuelle Orientierung. Und es macht mich stolz und dankbar. Super Job. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Sex. Schneller, widerlicher Sex. Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal?
6666. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Oh, ich will dich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ich fühle mich sehr geehrt. Männer nehmen dieses Angebot an. Zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Richte eure Waffen! Lass es einfach zu. Auf das Kapitol! Auf Snow! Stop it. Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Das Risiko. Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Auf das Kapitol! Auf Snow! Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. 6666. Schneller, wie soll das für 6? 6666. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6666. Wer hat noch mit? Wer will noch mal? 6666. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Die Partner wechseln. Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einigen absolut nicht. Aber anderen doch wieder alles. Farming Top! Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich gebe immer die Schulde. Ich wurde nur für eine Sache rausgezogen. Ich habe 21 Erfolg. Männer behaupten, ihr Vermögen kenne für Partys, Frauen und schnelle Autos auf. Den Rest hätten sie verpasst. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Was erlaube, Struth? 6666. Schneller, wie soll das für 6? 6666. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6666. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? 6666. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Frauen sinnen in den Medien, sie wollen nur spielen und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt, sobald ein einziges falsches Wort ertönt. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Müssen verstehen, warum wir machen wenig. Um Leben und Tod. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Was erlaube, Strunk! Unser Leben hat niemals uns gehört. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, ich schreibe nach. 6666. Schneller, wie soll das für 6? 6666. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6666. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? 6666. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Einige sehen sich permanent Ungerechtigkeit, Zwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Aber keine Mut an Worten! Das betrifft beide Geschlechter. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Direkt ins Gesicht gespuckt. 6666. Schneller, wie soll das für 6? 6666.
6-6, ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6-6-6-6, wer hat noch nicht, wer will noch mal? 6-6-6-6, wie redet ihr dabei, sag doch mal. Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren. Frauen landen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch. Unschuldig oder aus Gründen, die für uns so schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Diese tun das nicht freiwillig. Sie werden gezwungen mit Zwang und Gewalt. Das ist eine populistische Scheiße. Der berühmte schwarze Mann? Korruptes Arschloch. Schlampe. Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, Titten. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Wichser. 6-6-6-6. Schneller, widerlicher Sex. 6-6-6-6. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6-6-6-6. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? 6-6-6-6. Wie redet ihr dabei? Sag doch mal. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versiffter, schlafender, dominanter Sekretär. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. 6-6-6-6, schneller, widerlicher Sex. 6-6-6-6, ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6-6-6-6, wer hat noch nicht, wer will noch mal? 6-6-6-6, wie redet ihr dabei, sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. 6-6-6-6, schneller, widerlicher Sex. 6-6-6-6, ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6-6-6-6, wer hat noch nicht, wer will noch mal? 6-6-6-6, wie redet ihr dabei, sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. 6-6-6-6, schneller, widerlicher Sex. 6-6-6-6, ein Gefühl, schlimmer als die Pest. 6-6-6-6, wer hat noch nicht, wer will noch mal? 6-6-6-6, wie redet ihr dabei, sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt,
Wichser. Sex, 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 Sex. Schneller, lieber Löscher, Sex. Sex, 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 Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Für Waffen, Drogen, Nutzen und Sex, Sex, Sex. Schnellen, widerlichen Sex. Crime, destroy, eliminated. Wir sind Freunde der USA. Ich raste aus, wenn du das hörst. Durchhalten, das sehe ich alle Repressalien. Ich werde trotzdem weiter kämpfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Gesetz und den Schutz der Menschen einzutreten. Sex, 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 Sex. Schneller, lieber Lüster, Sex. Sex, 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 Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Sex, 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 Sex. Schneller, widerlicher Sex. Sex, 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 Sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 Sex. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 Sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Na, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Und Kückenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime, destroy, eliminated. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Gezielte Mordanschläge, weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Ja, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist eine populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du?
50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren, die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker, das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Das hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung im Kopf. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, ich kenne, sage auch die Name. Ich stimme verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen? Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Chucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Tracker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen.
50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk, Kanal 9 sind die Schwackerl. Okay. Zu dieser Zwangsinrichtung, alle Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwillig werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann hören alle mal den Chair! 50 Millionen. Fünfzig Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis, statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Du flimmerst über die Kiste und schießt auch über die Piste, versetzt Hörer in Staunen, vertreibst alle schlechten Launen. Dein Ehrgeiz ist sagenhaft, oft du was gewagen hast. Deine Gigs waren manchmal spitze, weshalb ich gern vor der Sendung sitze. Dein Biss ist weiß und stark, zu Gegnern bist du hart, dabei immer gut gelaunt. Topstar von so mancher Frau, ein Idol der Massen, ein Star zum Anfassen, aber jetzt bist du frei, deine Zeit ist vorbei, wir müssen deine Fresse nicht mehr schauen, mancher wollte dir einfach nur in diese hauen. We'll be right back.
Mein Partner, der heißt Ash. Der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty. Wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf. Bis zum nächsten Springerabkommen. In allen Ländern werden wir kennen. Überall unter anderen Namen. Doch eines wird sich niemals ändern. Wir gehen bald, nachdem wir kamen. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist ja echt nicht schlecht. So kann die Reise weitergehen. Wir können die ganze Welt noch sehen. Alle Monster bleiben in meinem Sack. Dabei ist was für jeden Geschmack. So können wir zum Trainer werden, gemeinsam bis wir sterben. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der echte Flash. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Fingerabkommen. Wir sind bald überall bekannt, ständig einen Ball in der Hand. So ziehen wir über alle Länder, über Teiche und auch Felder. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der echte Flash. So kann die Reise weitergehen. Wir können die ganze Welt noch sehen. Wo ist der nie was hörte, der es nicht sagte und nicht hörte? Ansonsten werden wir die Schlacht gewinnen, gemeinsam im Sack und wir singen. Mein Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Springerkampf. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der echte Flash. So kann die Reise weitergehen, wir können die ganze Welt noch sehen. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der echte Flash. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf. Bis zum nächsten Springerabkommen. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der echte Flash. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Springerabkommen. Hast du mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn. Für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Um Leben und Tod.
Was denn? Ein Huhn. Oh. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ein Huhn. Achso, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Ein Huhn. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Und die haben das dann gezeigt bei der darauf folgenden Wetten-Das-Sendung. Ein Huhn. Wir haben jemanden in der Leitung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den sende sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Ja. Ein Huhn. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Das hat aber seine Ordnung. Erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Ein Huhn. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ganz einfache Lösung. Ein Huhn. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein Huhn. Sprach- und Sehstörungen. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Ein Huhn. Sexuelle Orientierung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den sende ich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Es ist Zeit, wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hottentot neigt sich dem Ende. Zumindest dem vorläufig angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet und von großer Begeisterung bis tiefen Hass alle Stimmungsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seiner 100. Sendung. Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprang mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere sowie gegen Tierschändung und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Dünnschiss. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen,
Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die audiovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebsite. Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlachtruf Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspiration sorgen wir bei derzeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poesie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten roten Faden besaß, außer vielleicht mich selbst und das möglichst ohne Zensur. Dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen wichtigen Rückschlüssen und Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format, das mich als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur ein Sammelsurium meiner eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen sich trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format? Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hottentot, Hottentot, Hottentot berichtet werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin am Pranner einfach easy ablachen. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar. Den Khan al-Martin Chayat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles was. Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another.
the happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Du liebst nur meine Pokémons. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieser Version bearbeitete ich Spinning von Alex Berosa. Darauf folgt Julius Caesar. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur Musikalisierung dieser Version bearbeitete ich Free Music and Free Beer von Alex Berosa. Anschließend spiele ich Streichelt euch von hinten. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich neben weiteren vor allem auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte und für den Hintergrund She Left von Gotonak bearbeitete. Danach lasse ich hören Wir sind 50 Millionen. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von New York City Instrumental von Spinning Merkaba. Und last but not least, mach die Frequenz frei, du Arschloch. Ein musikalisches Projekt, bei dem ich die Interpretenbezeichnung anonymer Tracker verwende und das Ganze mit einer Bearbeitung von Forgotten Land von Dachshund Sigmund instrumentalisierte. Viel Spaß! Warum? Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich so schaut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon, du kannst meine Frau. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Du willst nur meinen Sack entfernen, nicht meiner Bell entfernen. Du kannst es gern mein Kiefer da, doch es ist nur bei mir ganz klar. Pokémon, ich werde der Beste in aller Zeiten sein. Pokémon, das schaffe ich, nur das ganz allein. Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich so schaut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon, du kannst meine Frau. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Ich gehe keinen Weg zu mir, mein Eboli mag dich nicht. Du bist nicht das, denk mal, das ist du. Lieber lese ich allein mein Pokébuch. Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich so schaut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon, du kannst nur meine Frau. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Frau Boga, du die nächste Frau. Ratmann hat kein System von dir im Bau. Marcello macht dich platt, ich habe dich schon lange satt. Pokémon, ich werde der Beste in aller Zeiten sein. Pokémon, das schaffe ich, nur das ganz allein. Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich so schaut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon,
Du kannst für meine Frau. Du gibst mir meine Pokémon. Ich weiß es ganz genau. Menki, meinst du, bist du gut für mich? Ich denke nicht mehr so oft an dich. Du wirst niemals meine Sachen bekommen. Diesen Kampf hast du nicht gewonnen. Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich geschaut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon, ich liebe meine Frau. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Ich sammle meine Pokémon, notfalls ganz allein. Du musst dafür nicht feige sein. Ich werde der beste Trainer aller Zeiten sein. Das ist Sache, nur von ganz allein. Pokémon, ich werde der beste Trainer aller Zeiten sein. Pokémon, das schaffe ich, nur von ganz allein. Du liebst nur meine Pokémon, ich habe dich so traut. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Du liebst nur meine Pokémon, du kannst für meine Frau. Du liebst nur meine Pokémon, ich weiß ganz genau. Pokémon, ich werde der beste in aller Zeiten sein. Pokémon, das schaffe ich, du bist ganz allein. Gibst du meine Pokémon, ich habe sie so saus. Gibst du meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Gibst du meine Pokémon, du kannst für meine Frau. Gibst du meine Pokémon, ich weiß es ganz genau. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar! Caesar bin zwar ein Gallien, sondern wie Prometheus bin zwar ein Caesar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Daran ist überhaupt nichts falsch. Jeden Gallier macht er genauso kalt. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar! Julius Caesar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett.
Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar! Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar! Caesar, 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 das ist unser Held. Caesar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, 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 schön ist es nur mit ihm. Caesar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Julius, Julius, Julius Caesar, 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 Caesar! Seid lieb zueinander und streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Oh. Das stell ich mir vor. Komm. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Streichelt, streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt, streichelt euch von hinten. Sehr lustig. Ein lustiger Spaß. Ich hatte da Lust drauf. Das wird ein lustiger Europaurlaub für den. Oh, ich will dich so sehr. Ja, ne, aber also, war doch lustig, oder? Streichelt euch von hinten.
streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. In der Regel was, was ihm selber Spaß machen muss und was ihn herausfordert. Ein lustiger Spaß. Das macht ja auch Spaß. Oh, ich will dich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Moment, irgendwie finde ich diese Vorstellung gut. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Und einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Und am Anfang finden Sie natürlich keinen honorigen Präsidenten. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Im kuscheligen Federkleid sind wir schön und bald gefeit vor euren Gräueltaten. Ihr könnt uns doch nicht ewig jagen. Irgendwann sind die Maschinen auf euch gerichtet und eure Verbrechen werden schwer gewichtet. Dann schützt euch auch nicht mehr dieser Staat. Stellt die Tötungsmaschinen sofort ab. Stellt die Tötungsmaschinen 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 ab. 50 Millionen, 50 Millionen, 50 Millionen, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen?
wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir rackern für unser Leben gern. Wir rackern ob nah, ob fern. Wir werden uns zusammenrotten und euch erfolgreich stoppen. Ihr könnt uns doch nicht ewig die Knochen brechen. In viele Millionen kleine Herzen stechen. Wir schlagen irgendwann zurück. Dann braucht ihr sehr viel Glück. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 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 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir wehren uns mit nur einem Ziel. Diese Schandtat bleibt nicht ewig euer Spiel. Irgendwann ist es vorbei. Und dann sind wir wieder frei. Wir merken uns, was ihr da tut. Wir sehen noch immer unser Blut. Doch wir empfehlen euch vorab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 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 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir werden bald in Freiheit leben. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn wir spinnen. Wir werden irgendwann in Freiheit leben. Denn wir sind 50 Millionen. Und da habe ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als 1000 Worte. Hier nur der Wörter, bla 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 bla. Wadde, hadde, du de da. Frequenz, weil du Arschloch.
Frequenz frei, du Arschloch. Mach die 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 Frequenz frei, du Arschloch. Someone in a dilapidated cockpit's getting past. Well, you know the rest. The action, a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Und es macht mich stolz und dankbar. Wunderbar. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.